So, Lalle, Bastelzeit und wir sind mal wieder in der Zigbee-Welt. Ja, ich hatte vor ein paar Folgen ja so einen Smart Plug gezeigt, also einen Zwischenstecker für die Steckdose, der sich per Zigbee ein- und ausschalten lässt. Und ich hatte damals ja auch schon gesagt, dass mir das irgendwie nicht so ganz gefallen hat, weil eigentlich hat mir der Händler versprochen, dass das Ding auch messen kann. Also, ja, wie viel Ampere geht gerade drüber und so weiter. Also am Ende, für mich am interessantesten natürlich Watt. Nun ja, wenn der Händler mich nicht beliefern will, nehmen wir einen anderen Händler und ich habe da mal geordert und das hier kam. Das sieht schon mal ganz gut aus. Smart Power Plug, Make Your Home Smarter, EU 16 Ampere, wunderschön. Das heißt, meine Sicherung hilft auch. Und mal hier weiter gucken, hier unten steht's. Das Ding, Zigbee Alliance, Zigbee EU Plug 16 Ampere mit einer SKU. Zigbee klingt gut. Okay, jetzt ist nur die Frage, One Key On Off, nochmal ein Zigbee Line Sticker, wie sieht es hier aus? Naja, Schedule, Voice Control, Energy Saving, Plug and Play, App Remote Control, hier steht nichts von Messen. Das ist natürlich eher unschön, aber gucken wir mal. Der Händler sagt jedenfalls auch hier wieder, dass es messen könnte. So. Ich hatte das Ding schon mal ein bisschen ausprobiert und kann daher schon mal berichten, ja, es kann messen und ja, es funktioniert. Aber wir wollen uns das natürlich ein bisschen genauer angucken. Also, was haben wir denn Schönes? Wir haben hier unseren Zwischenstecker. Schuko an der einen Seite, Schuko-Bux an der anderen Seite. Wir haben ein Schildnummer innen drin und ein Aufkleber ist es. Kriegt man nicht so einfach raus. Da steht dann auch eine Typennummer, und zwar Powerplug NAS-WR01B. Das Ganze läuft mit AC von 85 bis 230 Volt, braucht 50 oder 60 Hertz und maximal 3680 Watt, also tatsächlich die 16 Ampere. Ansonsten ein paar schöne Logos, Zigbee Appliance, CE, Rose, nicht wegwerfen und ja, das Symbol für die Erde. Ich hoffe, sie ist auch verbunden. Gucken wir dann gleich mal. Ansonsten, wir haben einen User Guide. Yay! Powered by Tuya, wie üblich. Kann man mit Tuya verwenden, kann man aber auch mit eigentlich allen anderen Zigbee-Konzentratoren, Gateways und was auch immer verwenden. Die Infos sind allerdings auch relativ dünn. Man kann das Ding hier irgendwie in die Steckdose stecken. Hat einen On-Off-Button. Ja, da wäre ich noch drauf gekommen, dass das ja ein On-Off-Button ist. Ist halt der einzige Knopf. Ne? Ansonsten nochmal die ganzen Infos. Die Standby-Power wird mit 0,5 Watt angegeben. Ja, das ist okay. Es steht eine Overload-Protection hier. 16 Ampere. Mal gucken, was das heißt. Temperatur, also Raumtemperatur wahrscheinlich bis 40 Grad. 0 bis 40. Luftfeuchte 20 bis 85. Die Range 55 Meter, ist halt Zigbee, ne? Frequenz 2,4 GHz, das Ganze Zigbee 3.0 fähig und die Größe 46 x 46 x 71. Okay, ich hätte jetzt gedacht, das ist rund, nicht viereckig, aber gut. Dann noch die Info, wenn es irgendwie so zweimal die Sekunde am Blinken ist, dann Waiting Configuration Mode. Das heißt also, wenn wir es erstmal einstecken, sucht er wahrscheinlich direkt schon unser Gateway. Ansonsten gibt es einen Reset, Long Press 5 to 7 Seconds. Das heißt also, wenn wir lange gedrückt halten, dann können wir das Ding auch wieder resetten und entsprechend mit einer anderen Basisstation bekannt machen. Und wenn wir kurz drücken, geht das Ding entsprechend aus und an. Es ist auch mit einer LED die Rede. Ich gehe davon aus, dass sie sieht so halbtransparent aus, dass sie diesmal dann hier im Knopf ist. Das ist natürlich schöner als bei der anderen Dose, wo es innen drin war. Denn innen drin sieht man halt jetzt nur so mäßig viel. Mal gucken, wie sich das Ding dann schlagen kann. Ansonsten, ja, die empfehlen die Smart Life Mobile App Gedönse, aber das ist wie gesagt abhängig von eurem Gateway. Ja, haben wir sonst noch was? Gibt wohl Advanced Parameters, wobei da die Frage ist, ob das nicht App-Kontrolle ist. Ich glaube nicht, dass es hier drin ist. Ansonsten, das hier ist das, was ich lesen wollte, Power Meter. Und zwar gibt es hier irgendetwas, das sieht mir 2,07 nach Watt aus. Mal gucken. Gut, ansonsten steht nicht wirklich was drin. Also, nehme das Ding doch mal direkt. Und, wie war das? Don't turn it on.
take it apart. Schauen wir mal, ob man das Ding auseinanderbekommt und was denn hier so drin steckt. Denn hier ist noch weniger Platz als in der anderen. Von daher mache ich mir da schon so ein bisschen Sorgen. Gucken wir erstmal, ob wir hier irgendwo eine Schraube finden. Aber da ist etwas. Das heißt, wir nehmen doch mal hier irgendwie ein bisschen was raus und hoffen, dass wir da was sehen. Und das, was ich sehe, gefällt mir schon nur so mäßig. Es ist nämlich eine dreieckige Schraube. Okay, gut. Dann gehe ich mich wohl mal nach Sicherheitsbits umschauen. Das ist nicht das, was ich hier drin erwartet habe. Okay. So, nennt mich faul, aber ich habe keine Lust, jetzt meine Sicherheitsbits zu suchen. Und es ist nur die eine Schraube, also hol mir den guten alten Schlitzschraubendreher. Ich habe mal hier ein Bit geholt, was so da zumindest in die lange Seite vom Dreieck passt. Und wenn wir drehen, Überraschung, die Schraube dreht sich. So viel zur Sicherheit. Spezialding funktioniert doch. Geht auch so. Okay, Badno, geht hier irgendwas auseinander? Ich gehe davon aus, dass es sehr blauer Einsatz hier rausgehen müsste jetzt. Versuchen wir das mal. Und, yep, da sind wir doch. Nett. Wie geht der Rest raus? Geht der Rest überhaupt raus? Oh, nett. Was wir hier auch schon mal sehen können, da ist unsere Antenne. Das heißt also, die ist tatsächlich hier so ein Drittel verdreht vom Schalter hingebaut worden. Und sorgt dann dafür, dass wir weit weg von der ganzen Elektronik unten sind. Aber wo wir noch nicht so wirklich weit weg sind oder noch nicht so wirklich da sind, wo wir hinwollen, das ist hier unten. Denn noch sehe ich nicht ganz, wie der hier rauskommen soll. Das mit dem zerstörungsfreien Öffnen hat irgendwie nicht so funktioniert. Ich musste dann doch mal die Säge ansetzen. Aber jetzt haben wir das Innenteil auf jeden Fall mal draußen. Und interessante Konstruktion hier. Insgesamt drei Platinen. Wir haben die, die wir schon von oben gesehen haben, hier. Wir haben hier unten bei den Anschlüssen eine. Und dann haben wir noch eine, die hier hochkant ist. Okay, so, von dem, was wir direkt schon mal erkennen können, wir haben hier unten, wo die entsprechende Stromversorgung ankommt. Wir gucken eine Sicherung, ein MOF, das ist schon mal ganz gut. Oder wahrscheinlich ist es ein Sicherungswiderstand, aber es ist zumindest was da. Dann haben wir hier insgesamt vier Dioden, das könnte ein Gleichrichter sein. Ein Chip, der wahrscheinlich dann das Netzteil ist, inklusive der üblichen Anordnung mit der Spule. Das heißt also, ja, das dürfte unsere Stromversorgung sein. Auch auf der Rückseite haben wir hier einen Kondensator für den Ausgang und welche für den Eingang. Hier haben wir 3,3 Mikrofarad bei 400 Volt. Der hier, den kann ich so leider nicht lesen, dürfte aber nochmal 3,3 bei 400 Volt sein. Interessanterweise sind das hier PET-Kondensatoren. Das sind schon welche, die ein bisschen länger halten können. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wir haben hier nochmal ein einzelnes Drähtchen, was den hier direkt hoch verbindet auf unsere Messung. Da gucken wir gleich zu. Und was haben wir noch hier zu sehen? Wir haben hier noch, wie gesagt, den am Ausgang. Das ist 220 Mikrofarad bei 16 Volt. Und das dürfte dann das sein, was hier unten auf der Platine drauf ist. Wie gesagt, unsere Stromversorgung wahrscheinlich dann auf 12 Volt, so um den Dreh bei einem 16 Volt. Kondensator kommt das hin. Dann haben wir in der Mitte zwei Dinge. Wir haben einmal hier dieser weiße Kasten. Das ist unser Relais. Wir können es hier schon so ein bisschen erahnen. Und ich kann schon lesen, dass das hier ein, was ist es, HF7520 ist. Ich sehe hier etwas von 012, könnte 12 Volt sein. Darunter eine Angabe mit 16 Ampere, auch bei 250 Volt. Das sieht schon ganz gut aus. Und ich meine sogar hier dahinter ein TÜV-Logo und eventuell RU erspähen zu können. Also das sieht noch nicht mal so schlimm aus hier. Ansonsten haben wir noch hier eine Platine, die hochkant zwischen den beiden Boards eingelötet ist. Das ist das, was wir hier von oben schon gesehen haben. Und auf der anderen Seite geht es auch durch. Da scheinen diverse Sachen noch drauf zu sitzen. Wenn wir gucken, hier sind irgendwelche Dioden und
Transistoren. Das dürfte wahrscheinlich sein, um das Relais anzusteuern. Das Relais ist nämlich auch hier an der Platine festgelötet. Allerdings auf der anderen Seite haben wir auch noch irgendwie so ein 5-Pinner, 6-Pinner. Das könnte sein, da da auch eine kleine Spule ist, dass das dann nochmal eine Stromversorgung ist, eventuell runter auf 3,3 Volt oder so für den ganzen digitalen Teil, sodass wir hier 12 Volt erzeugen fürs Relais, hier 3,3 Volt für die Elektronik. Speaking of Elektronik, wir haben von oben ja schon gesehen, hier sind ein paar ICs drauf, wir haben hier den großen, der in der Nähe von der Antenne ist, von daher gehe ich sehr stark davon aus, dass das hier unsere Zigbee-Sachen sind. Das heißt also wirklich die Zigbee-Kommunikation und so läuft hier drüber. Und dann haben wir hier diesen IC mit 2, 4, 5, also 10 Beinchen. Der ist in der Nähe oder hat Traces zu dem hier. Das ist ein 0,001 Ohm Widerstand, also 1 Milliohm. Das kommt von direkt hier von diesem Terminal. Das geht hier durch den Draht hier oben hin. Von da aus geht es über den Widerstand. Und dann direkt hier zum Ausgang. Das heißt, das hier ist unsere Strommessung. Und entsprechend gehe ich davon aus, dass das hier dann ein IC ist, der sich um die Strommessung und so kümmert. Ansonsten, was gibt es noch, was man noch erwähnen könnte? Auf der Rückseite vom Schalter ist wenig überraschend eine LED. Das ist die, die dann den Schalter beleuchten kann. Und ja, was man auch noch sieht, ist hier bei denen hier, wo man einsteckt, da ist hier so ein bisschen Plastik nochmal außenrum, ist ein bisschen lediert jetzt vom Öffnen. Was das genau bringen soll, ist mir nicht ganz klar, weil zur Seite ist eigentlich ja nur Plastikgehäuse. Das größte Problem, was ich halt sehen würde, wäre, wenn es da irgendwie einen Stecker gäbe, wo die Pins zu lang sind, also Schuko mit zu langen Pins. Dann könnte der hier durchgehen, könnte oben Kontakt machen zum Ausgang. Wenn man zu tief einsteckt, würde er unten gegen den Eingang gegenstoßen. Aber davon ausgehend, dass das hier ja mit hier dem verbunden ist, ist das Einzige, was passieren würde, dass wir die Strommessung außer Funktion setzen oder auf der anderen Seite dann entsprechend das Relais außer Funktion setzen. Ich gehe davon aus, erstmal gucken, ja genau, wenn wir hier gucken, der hier kommt hier raus und geht dann hier auf dieses andere Board, wo das Relais drauf sitzt. Und genauso auf der anderen Seite, der Pin hier, der geht hier auch auf das Board, wo das Relais drauf ist. Also Relais schaltet an den hier und auf dem hier haben wir unsere Strommessung. Joa, nehme ich es jetzt noch weiter auseinander oder nicht? Im Prinzip ist es eh schon halbwegs zerstört. Theoretisch kann man es hier so noch einsetzen, aber die Antenne ist halt leider ab und dummerweise habe ich auch nicht aufgepasst und habe genau durchgesäbelt. Gar. Ja, dann können wir es ohnehin zerlegen. Ah, was ich gerade noch sehe, hier bei dem Teil ist im Übrigen auch die Dreaded Kindersicherung dahinter. Das ist das Ding, was dafür sorgt, dass man da nicht irgendwie den Schraubendreher oder irgendwas reinstecken kann. Die sind so aufgebaut, dass wir hier im Prinzip zwei schräge Rampen haben und eine Feder, die das Ganze in hier dieser Position hält. Und was passiert ist, naja, wenn wir auf einem reinstecken, dann passiert erstmal nichts. Das hat damit zu tun, dass sich die ganze Wippe hier im Prinzip so dreht und sich verkantet. Wenn wir aber auf beiden Seiten etwas einstecken, also in beide von den Löchern hier ein Dings einführen, dann kommt die Rampe zum Tragen. Dadurch, dass wir gerade einstecken, ist die Rampe gerade und verkeilt sich nicht irgendwie seitlich. Und durch diese schräge Bauform schieben wir jetzt dieses Plastik auf Seite. Zumindest theoretisch, da sehen wir es, da schiebt sich das Plastik auf Seite. Das kommt dann ein Loch zum Vorschein am Ende von dieser Plastikrampe und dann können wir einstecken. Und so funktioniert diese Kindersicherung, sodass man nur dann aufbekommt, wenn man ein oder zwei Pins hat, die gleich lang sind und die gleichzeitig einsteckt. Nur dann geht die auf, wenn man nur eins einsteckt, geht es entsprechend nicht auf. Wer das nicht haben will, wir sehen ja hier geschmolzenen Dinge. Wenn man da einmal mit dem Schraubendreher drunter geht und hebelt, dann ist ganz schnell diese Kindersicherung auch weg. Ich lasse hier drin, wieso nicht? Wenn wir schon alles andere unsicher gemacht haben, dann lassen wir wenigstens das hier sicher. Ne? So, gehen wir gerade die Chips mal durch. Wir haben ja gesehen, der Hauptprozessor, der das ganze Zigbee-Zeug macht, das ist ein ZHU2123. Viel kann ich nicht dazu finden, ist aber in vielen anderen Zigbee-Produkten auch verbaut. Scheint ein spezieller IC zu sein, der von Tuya entwickelt wird
Und ja, das Ding identifiziert sich auch als Tuya, also von daher war das irgendwie zu erwarten. Der zweite IC, den wir haben, der 10-Pinner, den finden wir schon eher. Das ist ein BL0942. Der stammt von Shanghai Belling und ist ein, wenig überraschend, Energy Metering IC. Das Datenblatt gibt es leider nur in Chinesisch. Ich habe es mal so grob durch Google Translate gejagt. Wenn wir uns da die groben Funktionen angucken, dann haben wir zwei ADCs da drin. Einen für Spannung, einen für Strom. Wir haben eine Current RMS Range von 10 mA bis 30 Ampere hoch. Das gibt dann aktive Energie von 1 Watt bis 6,6 Kilowatt. In Deutschland natürlich deutlich weniger, irgendwo bei 3,6 Kilowatt ist bei den 16 Ampere dann natürlich Schluss. Was wir sehen können, wir haben Ausgang, diverse Sachen, wir haben einen Entfehler von etwa 1%. Und was ganz interessant ist, das Ganze hat ein Overcurrent Monitoring Function. Und das kann ganz interessant sein, denn wir haben hier drin ja keine Sicherung jetzt direkt für die 16 Ampere. Die haben wir zwar vorher im Prinzip schon, dadurch, dass wir in Deutschland in den Sicherungskästen meistens für Steckdosenstromkreise 10 oder 16 Ampere einsetzen. Aber hier kann der Hersteller dann hingehen, kann das Limit einprogrammieren in den Chip und kann dann dafür sorgen, dass zumindest in Software das Relais ausgeschaltet wird, wenn eine Überlastung droht. Also quasi eine programmierbare, ja, Sicherung ist es nicht, aber zumindest eine Abschaltung. Die Kommunikation, die kann entweder über SPI oder UART erfolgen, also serielle Schnittstelle. Und das Ding funktioniert runter bis 2,7 Volt. Auf der anderen Seite, da hatten wir den FT8440A. Da kann ich leider gar nichts zu finden oder fast nichts. Es ist ein chinesischer IC. Er sagt, das Einzige, was ich dazu finde, ist 5 bis 18 Volt und 200 bis 300 Milliampere. Ich gehe davon aus, das ist dann entsprechend ein IC zur Spannungsversorgung, der dann hier in dem Fall 12 Volt erzeugt und ja, bis zu 300 oder 2 bis 300 Milliampere liefern kann. Klingt auf jeden Fall realistisch. Auch hier, wie beim letzten Smart Socket, den ich zerlegt habe, keine Trennung. Das heißt also, die ganze Elektronik hier drin, die digitale Elektronik, ist mit dem Stromnetz verbunden. Aber auch hier, wir haben ein Plastikgehäuse drum. Von daher kann eigentlich nichts passieren. Last but not least haben wir das Relais und das ist so ein bisschen Mystery für mich. Die vollständige Bezeichnung, das ist HF752012-HSTP. Gibt es ein wunderschönes, ausführliches Datenblatt dazu. Der Typ ist HF7520. Die 012 steht für 12 Volt Spulenspannung. H ist die Form A. S heißt, dass das Ding dicht ist. Das heißt also, das Ding kann man durch eine Wäsche laufen lassen. Wenn die Platinen fertig sind, werden die meistens gewaschen, um die Flussmittelreste runterzubekommen. Dann haben wir ein T. Das ist Gold SNO2. Was war das? Müsste dann ja Gold Zinnoxid sein. Und P ist der High Capacity Type. Wenn wir dann mal auf die Approvals und Ratings gucken, wir haben die Form A, die ist laut UL für 250 Volt nur bis 10 Ampere zugelassen. Aber der TÜV sagt, das ist bis 16 Ampere okay. Okay, nehmen wir mal so zur Kenntnis. Ansonsten Herstellerrating, auch wenn wir hier gucken, 1A High Capacity Type ist 10A 30 Volt oder 16A 250 Volt DC, beziehungsweise 8 Ampere bei einem Cosinus-Phi von bis zu 0,4. Das ist das übliche Problem, wenn man induktive oder kapazitive Lasten hat, also zum Beispiel Motoren, Leuchtstoffröhren oder alles, was ein Schaltnetzteil hat, was nicht sauber entkoppelt ist, also zum Beispiel so LED-Lampen günstige, dann hat man meistens einen relativ schlechten Cosinus Phi und sollte diese 16 Ampere, die hier draufstehen, definitiv nicht ausnutzen. Aber ich denke, für das meiste, was man in Deutschland an Steckdosen anschließt, ist das auf jeden Fall okay. Das Einzige, was mich ein bisschen wundert, ist halt ein bisschen drunter. Die maximalen Schaltsachen, Switching Current 16 Ampere, klar, aber Switching Power 4000 VA oder 300 Watt.
Das macht keinen Sinn. Ich gehe davon aus, da sollte 3000 Watt stehen und hat eine Null vergessen. Ansonsten wäre das sehr seltsam, aber 300 Watt macht halt auch mit den anderen Werten eigentlich keinen Sinn. Also prinzipiell gehe ich davon aus, dass hier dieses Relais kein Problem damit haben sollte, hier irgendetwas zu schalten, auch keine höheren Lasten. Das heißt also, ja, zumindest mal von den Bauteilen sieht alles ganz okay aus. Ja, ansonsten, der Pfad von den Stecker am Eingang bis zur Buchse am Ausgang, der ist sehr gut getrennt. Der wird auf den beiden Seiten jeweils separat geführt, auch mit diesem einen Draht, der da hochgeht. Aber leider die Digitaltechnik nicht. Da wurde zwar versucht, wo es immer möglich ist, Abstand zu halten, auch durch so Isolationsfräsungen in der Platine drin, wo es immer möglich war. Aber an so zwei, drei Stellen kommen dann eventuell Dinge, die verbunden sein könnten, doch so auf 4, 5 mm ran. Ist grenzwertig. Normalerweise macht man es mehr, aber hier ist halt einerseits der Platz nicht da. Zum anderen, die Gefahr, denke ich, ist hier bei dem Ding auch etwas geringer, einfach weil es ein geschlossenes Gehäuse ist, da normalerweise kein Dreck reinkommen sollte oder sowas. Und ja, es gibt ja keine berührbaren Bauteile. Also das Schlimmste, was passieren kann, wie gesagt, es ist im digitalen Bereich, wäre tatsächlich ein Überschlag. Dann würde aber wahrscheinlich die Sicherung oder dieser Fusible Resistor auslösen und das auch ziemlich limitieren. Nur gut. Also zumindest von dem, was ich hier so direkt sehe, würde ich sagen, ist jetzt nichts, was direkt in Flammen aufgeht. Ja, und dann gucken wir uns das Ding auch nochmal offen an. Ich denke, ihr kennt den Spaß, ne? Do not try this at home. Das hier sollte man definitiv nicht machen und so ein Ding ohne alles außenrum in Betrieb nehmen. Wie üblich, das hier ist ein spezieller Stromkreis, der dahinter ist. Der ist speziell abgesichert. Da gibt es entsprechende Schutzmaßnahmen und ich werde den Teufel tun, meine Finger da dran zu machen und gleich das Ding natürlich dann auch dauerhaft außer Funktion setzen, denn ja, leider kann ich das wohl nicht nochmal zusammenbauen. Aber immerhin, wir haben was gelernt. Also, Strom an und... Okay. Strom ist an. Leuchten tut nichts. Drücken wir mal den Knopf. Und das Relais schaltet. Yay. Wenig überraschend. Gut, ich suche mir mal gerade noch einen Zwischenstecker, dass wir mal gucken können, ob wir Strom messen können. Ich glaube nicht, dass wir was sehen, aber nee, sicher ist sicher. So, dann versuchen wir uns nochmal. Strom vorbereiten. Da, da, da. Versorgung ein. Wenn wir jetzt hier schauen, jetzt haben wir hier eine Power von, Überraschung, 0,0 Watt. Ich glaube, man kann es überhaupt nicht sehen. Gerade mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. So, da haben wir es. 0,0 Watt. Und wenn wir jetzt den Taster drücken, das Relais schaltet, 0,3 Watt, die ja hier am Messen ist, 0,4. Wie gesagt, das ist sehr mit Vorsicht zu genießen, weil hier diese Zwischenstecker sind für so geringe Ströme und so nicht wirklich zu brauchen eigentlich. Wir sehen hier, er meint, es werden 5 mA eingeschaltet und wenn wir nochmal ausschalten, ja, da kann er überhaupt nichts messen. 0 mA. Ich denke, wir können zusammenfassen, das Ding zieht extrem wenig. Definitiv unter einem Watt, was ja die Angabe war. Und ja, ich würde mal sagen, damit können wir auf jeden Fall leben. Tja, also, was soll ich zu dem Stecker groß sagen? Ich würde mal sagen, er funktioniert auf jeden Fall. Er sieht vom Aufbau her besser aus als den letzten, den ich zerlegt habe. Und im Gegensatz zum letzten hat man mich nicht übers Ohr gehauen und das Ding machte wirklich Strommessung. Ansonsten, ich habe keine groben Schnitzer gefunden und ja, auch die 3680 Watt, die er hier sagt, ja, ich weiß nicht, ob ich es dauerhaft darüber jagen würde, aber zumindest mal die Traces da drin und die Kabel sehen relativ gut aus. Die müssten das eigentlich auch über längere Zeiten aushalten können. Und ja, 16 Ampere möchte man ohnehin nicht über eine Schuko-Steckdose dauerhaft drüber jagen. Dafür sind die üblicherweise nicht ausgelegt. Ja. Auch das Design selber, was wir hier drin gesehen haben, sieht deutlich durchdachter aus als das, was wir in der letzten hatten. Wir haben keine Sachen, die irgendwie übers halbe Board hin und her gehen zum Schalten. Sieht auf jeden Fall alles deutlich professioneller aus. Und ja, ihr seht ja, ich habe zum Glück noch eine, die funktioniert. Die kann ich auch hier entsprechend einstecken. Gerade mal komplett machen. Sehen wir es auch.
So, jetzt haben wir hier gesehen, eventuell schon, hier gibt es eine Lampe. Wenn ich hier drücke, geht die an. Das zeigt auch, dass das Relais an ist. Wenn ich nochmal drücke, geht das Relais wieder aus. Die Lampe hier drin kann man auch in Software mehr oder weniger steuern. Man kann sie zumindest entkoppeln und invertieren. Das heißt, aktuell ist so, Lampe aus, Lampe an, Relais ein. Man kann alternativ einstellen, dass die Lampe an ist, wenn das Relais aus ist. Und man kann auch einstellen, dass die Lampe gar nicht angehen soll, dass sie also dauerhaft aus ist. Spart eventuell ein paar Milliampere an Strom. Und was wahrscheinlich da wichtiger ist, es ist eventuell in Räumen, wo es dunkel sein soll, dann weniger störend. Wobei hier so eine rote LED natürlich, die ist relativ dezent. Also da muss es schon sehr dunkel sein, dass man die sieht. Und es ist auf jeden Fall deutlich besser als diese unsäglichen blauen LEDs, die überall drin sind. Das Ganze, wie gesagt, Zigbee 3.0 kompatibel. Ich habe das Ganze hier entsprechend in meiner Testbeschaltung drin. Das heißt auch hier, wenn ich über Software schalte, Überraschung, geht an und wieder aus. Also, zumindest mal nach dem, was ich bisher gesehen habe, sind hier diese Steckdosen auf jeden Fall eine sehr gute Alternative, wenn man Dinge schalten möchte mit einem Zwischenstecker. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so die schöne Art, eine feste Installation wie ein Sonoff und Shelly oder ähnliches. Ist meistens nicht ganz so anfällig, weil man weniger Übergangsstellen hat. Man kann es vernünftig festschrauben und so. Aber in Deutschland sind halt nur die hier eher zugelassen. Und so dazwischen bauen ist dann schon eher schwierig, da wen zu finden, der das legal macht. Ja, ansonsten gerade noch zu dem, was hier softwaremäßig rausfällt. Der Zwischenstecker rückt raus den Status, also an, aus. Den Powerwert, also wie viel Watt geht gerade drüber, Current, wie viel Ampere geht gerade drüber, Voltage. Dann ein Energy Meter ist hier drin, das heißt also, er hat wirklich einen Stromzähler und zeigt dann auch über einen Zeitraum an, wie viel hier drüber gegangen ist. Und eine Kindersicherung gibt es, damit kann man die Funktion von dem Knopf hier dann nochmal komplett ausschalten, wenn man nicht möchte, dass da jemand dran rumfummelt. Ansonsten Power Outage Memory, also nach dem Einstecken soll das Ding an sein, soll das Ding aus sein oder den letzten Zustand übernehmen. Den Indicator Mode hatte ich eben ja schon gesagt. Off, on, off, off, on und oh, es gibt sogar ein komplett on, das die ganze Zeit leuchtet, wer das möchte. Was leider nicht rausgerückt wird, sind die weiteren Werte. Der IC, der nämlich hier drin ist, der misst auch noch ein paar andere Dinge. Er könnte zum Beispiel auch VA rausrücken oder die Netzfrequenz in Hertz. Die werden hier leider nicht per Zigbee übertragen. Die kriegen wir also nicht daraus. Ich selber habe hier so einen Stecker aktuell im Einsatz, um hier meine Monitore und so ein- und auszuschalten. Da weiß ich, dass ich immer in der Nähe bin, wenn da Saft drauf ist und weiß, dass nichts passieren kann. Habe mal so ein paar Testdaten bisher gesammelt. Sieht alles ganz gut aus. Auch die Strommessung scheint sauber zu funktionieren. Diagramme sehen gut aus. Ja, bisher gefällt mir hier die Dose. Es wäre cool gewesen, wenn sie halt noch irgendein offizielles Prüfzeichen drauf gehabt hätte. C ist ja eine Selbstzertifizierung oder alles, was hier drauf ist. Bis auf Zigbee-Logo sind Selbstzertifizierungen. Also so ein GS, ein TÜV-Logo oder UL wäre natürlich klasse gewesen. Leider hier nicht dabei. Aber zumindest mal bisher, wie gesagt, ich sehe keine größeren Probleme und zumindest hier bei mir, tut sie aktuell, was sie soll.